Leistung TV mit Blickball. Eine ganz spezielle Art des Tischtennisspiels. Und wir sehen im Bild gleich links mit 2:0 in Führung Rückschläger Evgenij Milchin, amtierender deutscher Meister in dieser Sportart, Titelverteidiger. Ich glaube, ich gestern etwas überraschend frühzeitig in der zweiten Runde ausgeschieden. Ansonsten hat er gleich bisher nur einen einzigen Satz verloren, soweit ich gesehen habe, zumindest in der Vorrunde. Ein paar Erläuterungen zu dieser Sportart. Milchin ist zwar deutscher Meister, gibt aber doch hierzulande einige wenige, die noch besser sind als er. Allen voran die Ikone des deutschen, vielleicht sogar des internationalen Klickball-Sports, Alexander Flemming aus Leipzig, war zweimal im Finale der Weltmeisterschaft im Nomen est Omen Alexandra Palace in London, wo, wie wir alle hoffen, auch die nächsten Weltmeisterschaften wieder stattfinden. Die Chinesen strecken da zwar schon ihre Spieler aus, nachdem im letzten Finale auch ein Chinese gewonnen hat, gegen Alexander Flemming. Den ersten Satz konnte er sicher einbringen, dann hat man gemerkt, gab es körperliche Probleme, wie auch immer. Alexander Flemming, also zweimal Vize-Weltmeister und die Championships, vielleicht auch durch die Sicherheitslage in London zusätzlich und der schlechten Stern demnächst in China. Aber zurück hier in die Trainingshalle Fulda, neuer Austragungsort. Begonnen hat das ja, soweit ich das weiß, alles ein bisschen im deutschen Osten, Leipzig, Dresden, die Ecke. Am heutigen Sonntag, den 25. Juli 2017, die Finalspiele hier in Fulda. Fünfter Klickball, oder wie die Engländer sagen, Ping-Pong Cup. Und der erste Satz, eine klare Sache. Und hier lässt sich auch von seiner Lebensgefährten coachen. Das Spiel wird, auch das zur Erklärung hier, mit Schlägern, die der Veranstalter zur Verfügung stellt. Es dürfen keine privaten Schläger benutzt werden. Und um das noch gerechter zu machen, werden nach dem ersten Satz unter den beiden Spielern die Schläger getauscht. Da spielt man also mit dem Schläger des Gegners weiter. Und natürlich auch im Entscheidungssatz. Es gibt zwei Gewinnsätze. Es gibt 2x15, es gibt keine Verlängerung. Aufschlag jetzt der Berliner Wiesel. Hertha BSC Berlin. Und es gibt noch eine ganz spezielle Variante, nämlich den Joker. Voraussetzung dafür, man muss Aufschlag haben und man darf nicht mehr als 12
Punkte haben. Man kann also einen Satz oder ein Netz nicht durch einen Joker beenden. Der Joker wird angesagt beim Gegner, beim Schiedsrichter. Da gibt es dann diese gelben Kärtchen D für Doppelpunkt. Dann macht man seinen Aufschlag und wenn man dann im folgenden Ballwechsel erfolgreich ist, bekommt man zur Belohnung 2 Punkte. Das Ganze genau einmal im Match. Bisher hat also noch keiner der beiden Kontrahenten davon Gebrauch gemacht. Wenn das hier so weitergeht, kann es gut sein, dass gegen Ende des Satzes Hügel noch einmal alles versucht und den Joker setzt. Sollte die Führung hoch genug führen, wird er wohl bei 12 oder 11 seinen Joker setzen. Sieben zu vier. Aus, als wäre die Kampfmoral getroffen. Die Moral des Berliners aber schon. Straft er nicht liegen, steht auf den Rückhand. Probiert durchaus schon nochmal. Aber man sieht schon eine technische Überlegenheit des deutschen Meisters. So, jetzt zum Beispiel wäre die Gelegenheit, einen Joker zu spielen. Entweder fühlt er sich so sicher, dass er den Joker glaubt, nicht brauchen zu müssen, darauf verzichten zu können. Oder aber er hebt ihn sich auf für einen dritten Satz, der aber ja Lichtjahre entfernt ist. Extrem unwahrscheinlich. Wünschen zu Surf hat er bis zu Berlin. Probiert es nochmal und macht auch noch einen Fehlaufschlag. Damit sollte das Ding gegessen sein. 6 Matchbälle zum deutlichen 2:0. Der eine ging noch knapp daneben. Das war nochmal Hop oder Top. No risk, no fun. Das war's dann. Hügel ausgeschieden. München. Eine Runde weiter.